Willkommen zurück zu Super Paper Mario. In den letzten Parts haben wir die Story erklärt bekommen. Die ist ziemlich cool mit Graf Knickwitz und Bowser wurde entführt und was weiß ich nicht alles. Ihr müsst es euch angucken, ich kann es nicht so einfach erklären. Auf jeden Fall betreten wir jetzt endlich mal den ersten Level. Und an unserer Seite immer noch das Pixel namens Tippi. Ich kann jetzt reine Herz spüren, aber es ist noch sehr weit entfernt. Erlot hat uns geraten, seinen Freund Sebustus zu finden, um die dimensionale Technik zu erlernen. Wir sollten ihn schnelllichst aufsuchen. Und noch etwas. Wenn du Informationen über etwas Bestimmtes benötigst, verwende meine Kräfte. Ich weiß über viele Dinge Bescheid. Richte einfach die Wii-Fernbedienung auf den Bildschirm. Mach ich mal. Jetzt noch nicht, oder was? Timmy wird sich auf den von dir analysierten Punkt konzentrieren. Drücke dann A, sobald du etwas rot umrandetes siehst, um Informationen zu erhalten. Ziehe Tippi so oft zu Rate, wie du magst. Sie wird dir gerne helfen. So, das probieren wir gleich mal aus. Oh yeah, ich sehe aber nichts rot umrandet. Das ist doch Mario. Möchte wie für den auf dich selbst? Dann werde ich dir einen Rat geben. Wir sollten so Busses finden und lernen, wie man die Dimension wechselt. Mann, mach doch nicht so einen Scheiße. Hab ich doch. Wie oft soll ich die noch auf mich? Okay. Weiter geht's. Gumbas! Ja, und das wären wir wieder im bewährten Prinzip und der tötet mich. Zäh! Na sowas. Ein Pilz, schnappe dir! Regeneriere so seine KP! Sind wir hier bei Pokémon oder was? Okay, Kraftpunkte, wir sehen links oben KP, okay, Punkte, Münzen, ich kenn's auch nicht mehr so gut. Ist ja sozusagen blind, es ist blind, ja. Ich weiß schon gar nicht mehr, was hier abgeht und so, ne? In die Röhre können wir nicht. Was gibt's hier Schönes? Gut, sonst hätte ich... Ach ja, die 3D-Technik, warum kann ich das noch nicht? Ich kann's noch nicht, das ist auch gut so. Ihr seht, ein umrandetes Tor. Okay, was suchen wir hier? Hey, ich will das... Eine Truhe, die sich öffnet und es gibt einen... Was denn? Du erhältst Pilzmix, KP-Trank, der 10 KP und Vergiftung heilt. Aha, gut, gut, gut. Blip, 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 blip. Sehr schön. Was sind denn für Viecher nochmal? Oh Mann, die tun mir echt weh, Blutmänner. Das ist ein Briefkasten, das ist ein Haus, das ist ein Speicherpunkt, der gefällt mir. Aber noch sind wir nicht so weit. Ein Haus, in dem nichts ist, scheinbar. Fragezeichen. Dieses Haus ist nicht leer. Irgendwas ist hier. Ich kann es fühlen. Ich kann dir dabei helfen, versteckte Dinge zu finden. Verwende meine Kräfte. Ey, mach's doch jetzt. Ich will das lernen. Ach so. Mhm. Ihre Kraft besteht ja daraus, diese Tür zu finden. Eine versteckte Tür. Augenblick, ich mache sie sichtbar. Okay. Eine Tür. Lass uns eintreten. Quietsch. Oh ja. Hm? Wer ist der Mann mit diesem Verschnitt von einem Bart, der da vor mir steht? Und woher nimmt die Dreistigkeit hier einfach einzudringen? Wie konnte dieses harte Bärtchen meine geheime Tür entdecken? Bleib da stehen, rotes Hemd. Auffallend weiße Handschuhe, flotte Mütze. Aha, du trägst das Gewand des Helden der Prophezeiung! Du bist der große Held! Oder ein Heldendarsteller. Welche Aufmachung! Als ob du direkt aus dem Lüstenpock Gnostikons gehüpft wärst! Na no, noch! No. Geil! Das ist Mario! Er ist so klein, weil er der wahre Welt ist! Merlin hat uns geraten, euch aufzusuchen. Merlin? Nur so ein riesiger Bart kann sich mit seiner haarigen Chlorin messen! Wenn er es glaubt, dann bist du wohl der wahre Held. Glaube ich. Mal an, wie ist die Prophezeiung von vorher sagte? Ich, Sebustus, verleihe hiermit die Gabe, von nun an die Dimensionsdrehung verwenden zu können. Und das für den einmaligen Preis von nur 10.000 Münzen. Abonnenten! Du verlangst die Bezahlung des Lehren eines, des Helden einer Prophezeiung. Ach, was weiß ich. Mein Gott. Zusammenreißen. Das ist einfach unfassbar! Wieso denn? Selbst der große und herrliche Sebustus hat Ausgaben. Warum soll man den Helden die Welt auf einem Silbertablett servieren?
Diese Helden glauben, sie können ständig alles kostenlos bekommen. Lumpige 10.000 Abonnenten sind doch nichts für einen so großen Helden. Was sagt ihr? Kommen wir ins Geschäft? Fantastomatisch! Moment mal, du hast gar keine 10.000 Münzen. Ich hab grad mal so 2 oder so. Moment, eigentlich sollte ich dieser Geiz in deiner Bettlange nicht überraschen. Nun denn, da ich weiß, was das du willst, bist, mich um einen verdienten Lohn zu bringen, werde ich dich mit allen Münzen, die du im Moment hast, begnügen. Ja. Hervorragend. Dann lass uns mit der Lehrstunde beginnen. Toll. Flimmidi, flimmidi, flum, flum, daggi, dumm, zippidi, sabbidi, dumm, summ. Schabum. Flippe, flippe. Fri. Gut. Das 2D-Dasein hat ein Ende. Ich zuvorst habe dir die Fähigkeit verliehen, die Dimension zu wechseln. Drück einfach Arm zwischen 2D und 3D an sich zu wechseln. Nun, was sagst du? Das sieht deine Schuhe aus, nicht wahr? Was heißt? Sollten wir für den Bonus eine andere Dimension beobachtet werden? Die Wesen würden es verstören. Die fehlen Bartlänge und Verstand dazu. Mit dieser Methode kannst du jedenfalls versteckte Wege und Items entdecken. Aber beachte, verwendest du diese Fähigkeit so lange, verlierst du KP. Wir werden das gleich mal ausprobieren. Wir sind jetzt in 2D und gehen jetzt in 3D. Verwende die Fähigkeit, dich zu drehen, um in die 3D-Ansicht zu wechseln. Drehe dich zwischen 2D und 3D-Ansicht. Löse so Rätsel und finde Verstecke. In der 3D-Ansicht fühlt sich deine Drehleiste leer. Ist die Drehleiste leer, verlierst du KP. Drehe dich also rechtzeitig wieder zurück. In der 2D-Ansicht füllt sich deine Drehleiste wieder automatisch auf. Jetzt können wir hier Items einsammeln, oder was? Du erhältst Panzerkick. Kickst du den Panzer, rammt er deine Gegner. Das ist nicht wirklich viel. KP-Trank, okay. Hier gibt's also nicht wirklich viel. Danke! Saftzack. Dann können wir wieder das Weite suchen. Na wohl. Komm, wir speichern erstmal ganz kurz. Ja, ich möchte das Spiel speichern. Das tut ja nicht weh. Dann gucken wir uns hier nochmal in dem Raum um, ob da noch etwas war außer der Tür. Wage ich zwar zu bezweifeln. Oh, doch, Items. Feuerstoß. Nee, sonst nix. Okay, raus hier. Denn wir haben ja draußen diese Tür gesehen, die umrandet ist von Blöcken. Und die können wir jetzt natürlich, ist hier noch was? Ja, natürlich. Münzblöcke. Naja, das Geschäft hat sich... Oh! Ein Item. Kumpelkapseln. Kleine Dimensionen. Ich mit meinen Dimensionen jetzt. Kleine Versionen deiner selbst werden dir folgen. Sie fügen Gegnern, die sie berühren, Schaden zu. Ganz viele kleine Super Mario Brothers Original Kerle. Zack. Dann verschwindet aber auch immer einer von Mario Brothers. So, das wollte ich euch zeigen. Hier geht's ja überhaupt nicht weiter. Easy beasy, oder? Alles klar. Wir können also weitergehen. Besiege Gegner, um möglichst viele Punkte zu erkämpfen. Hast du genügend Punkte, steigen deinen Level, deine KP und deine Angriffskraft. Drücke Plus, um im Menü zu sehen, wie viele Punkte zum nächsten Level fehlen. Ziemlich viele wahrscheinlich. Level 1, Kraftpunkte, Angriffpunkte, nächste Level, 10.000 Abonnenten, Münzen 2, Spielzeit. Ja, mir egal, ich zock einfach mal. Ey, Koopas mit Sonnenbrille, finde ich geil. Ein großes Ei, das 12 KP halt. Ich will eigentlich mal die typischen Panzer-Dingsbums machen. Na egal, ich bekomme jede Menge Blätter. Jetzt habe ich nur noch 2 Kumpel. Ach so, ich bin so dumm. Ich habe mich jetzt hier gefragt, wie es weitergeht. Wir müssen natürlich 3D machen. Da können wir an der Scheißröhre sowas von vorbeilaufen. Gummakarte. Mit einer Gegnerkarte erhöht sich der Schaden, den du deinem Gegner zufügst. Je mehr Karten, desto besser. Deine Angriffskraft lässt sich also enorm steigern. So. Ihr seht, die Unterschiede zwischen 2D und 3D sind wunderschön. Ja, ich finde es so genial gemacht eigentlich, ne? Komm, immer her damit. Super Mario World Musik. Ziemlich geremixed. Hat was. Na komm. Zack. Okay, es soll aber nicht so viel ums Spielerische gehen, sondern eher ums
Rätseln. Ein Blumensegen. Für eine Weile wirst du mit Blumen... Oh. Okay. Es regnet Münzen. So war das. Ah! Und jetzt? Okay, sorry. Da wird mir einfach KP abgezogen. Ganz viel bei Pokémon. Sozusagen keine Leben. So, oh mein Gott, ein Abgrund. Machen wir mal das Ganze auf 3D. Dann können wir diese Hügel entlang gehen. Das finde ich genial und das ist ja diesmal nur so Demonstrationszwecke sozusagen. Was ist das hier? Oh, jetzt sind wir da drin, ey. Es wird später noch, ja, immer wenn man nicht dran denkt, braucht man den Scheiß. Ja, und das ist der erste Level. Was steht denn hier? Alle zwei auf eine Plattform gedrückt, um extra hoch zu springen. So war das schon immer und so wird es auch diesmal bleiben. Mein Gott. Oh, schon wieder so ein scheiß Blumenscheiß, ne? Ich finde es eigentlich langweilig, aber ich brauche die Blumen wahrscheinlich. Da kann ich mir Sachen kaufen und so, ne? Also nicht so unnütz wie in den anderen Teilen, na gut, deswegen... Ich muss versuchen, möglichst viel zu ergattern. Oh, das war nicht so toll. Das war richtig scheiße, um ehrlich zu sein. Um genau zu sein. Ah, Münzen. Geldgeiler Sack. Und wie geht's weiter? Aha. Alles voll Gegner hier. Ja gut, wir haben halt so eine Zeitbegrenzung, damit wir halt nicht die ganze Zeit im 3D-Modus rumjumpen. Das wäre auch dann zu einfach. Können wir quasi so dann das ganze Spiel abgrasen. Macht Sinn. Mir gefallen beide Ansichten sehr gut. Und naja, im späteren Verlauf wird es immer mehr Pixel geben, die einem verschiedene Fähigkeiten verleihen und so. Oh Mann, ich bin so dumm. Egal, ich lasse die jetzt in Ruhe. Und das wird noch cool. Also wir können auch später Bowser spielen und Peach und so. Die haben ja alle spezielle Fähigkeiten. Ich habe zum Beispiel Bowser nie gespielt, aber ich weiß es. Bei Peach war ich schon mal. Ein Megastern. Verwendung führt dich zu Mega-Wachstum. Zeit, um alles niederzutrampeln. Super Mario Brothers Extreme, hä? Oh mein Gott. Da finde ich auch schön, so eine gesunde Portion Retro. Ah, die Pixel werden schön nachgezeichnet. So, und jetzt ab nach rechts. Mit meinem Super, Super, Super Mario. Oh Gott, den können wir natürlich frei steuern. Was ist denn jetzt kaputt? Habe ich genug Gegner besiegt oder was? Und zack, zack, zack. Hat ein bisschen was von, New Super Mario Brothers für DS. Oder kam es auf der Wii vor? Egal. Yay! Gut. Ist das das Ziel? Ja, das ist das Ziel. Sieht ganz so aus. Ende des Kapitels! 1-1. Ich will das nicht wie Ali nach Kapitel machen, ich mach's immer noch nach Parts. Möchtest du das Spiel speichern? Speichervorgang. Bitte betätige nicht den Powerschalter. Speichervorgang beendet. Ja, und das ist natürlich ein optimaler Zeitpunkt. Und so lernt Mario das Wechseln der Dimension. Allerdings galt es immer noch, das reine Herz zu finden. Und der Pfad vor Mario wimmelte nur so von wilden Monstern. Folge mir, sagte Tippi, als sie in Richtung des Berges losflog. Nee, anders. Folge mir, sagte Tippi, als sie in Richtung des Berges losflog. Das reine Herz verbarg sich irgendwo auf der anderen Seite. Okay, ein perfekter Zeitpunkt, sich zu verabschieden. Leute, dann bis zum nächsten Part und ciao.